Und natürlich begrüße ich euch mal wieder hier zurück zu Gothic 1. Wir gehen nun in diesen Raum hinein und verdammt nochmal. Okay, der Tempelwächter macht nichts. So, wer will uns noch angreifen? Ich habe noch eine Waffe ziehen gehört. Das sind echt viele Tempelwächter. Ach, wir gehen einfach erstmal da lang. So. Nächster Tod. Gut, dann natürlich gleich mal wieder irgendwelche Tränke in sich reinkippen. Und was ist denn das für ein Trank? Bonus für maximale Lebensenergie. Gut, nehme ich gerne. Bonus für maximales Mana, nehme ich auch gerne. Bonus für maximales Mana nochmal und nochmal. Geschicklichkeitsbonus und Stärkebonus nehme ich auch. Stärkebonus nehme ich gerne. So, da haben wir jetzt echt viele Tränke bekommen. Das war jetzt noch von den... Na, wie heißt es? So, wer ist hier drin? Ach du Scheiße. Fanatischer Templer. So, Moment. Scheiße, 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 scheiße. Ach komm, so ein Dreck. Wo haben wir gespeichert? Ich glaube hier. So, der Templer soll uns mal folgen. Dann töten wir erstmal den einen. So. Und noch töten. Und das war's mit dir, du Scheiß-Templer. Hüterklinge und natürlich seine Sachen noch mit einpacken. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich vorhin sagen wollte. Tut mir jetzt leid. Ich glaube, es ging um die Tränke, die uns Stärkebonus und sowas verliehen haben. Die haben wir erst vorhin gefunden. Und ja, natürlich werden wir auch noch Zweihänderfähigkeiten lernen. Ich meine, wir sind so schlecht mit unseren Zweihänder. Weil wir einfach noch in der allerersten Stufe sind. Ach scheiße, ich blocke immer im falschen Moment. Na komm jetzt. So. Und gleich noch töten. Verdammter Templer. Deine Sachen gehören auch mir. Und natürlich wieder mal trinken, das nervt ein klein wenig, aber da kann man nichts dagegen tun. Speichern. Ach du Scheiße. Gut, der Templer kommt gleich auf uns zu. Die kämpfen gar nicht gegen die Orks, fällt mir auf. So, umgefallen. Und getötet. So läuft das hier in Gothic 1 bei mir. Töten, töten, töten. Und niemals reden. Immer zuerst töten und dann kann man die Fragen stellen. Dann kommt zwar wahrscheinlich keine Antwort, aber das ist doch auch egal. So, dann mal schön den Tempelwächter noch schnell abschießen. Und schnell Waffe ziehen und... Ja, natürlich. So, gut. Umgefallen. Waffe nehmen. Nachgucken, was er hat. Hat nichts. Okay, dann geht's eben weiter. Da ist schon wieder so ein Scheißschalter mitten auf einer brennenden Fläche. Sowas gefällt mir mal gar nicht.
Okay, hier drin ist niemand. Das sind wieder irgendwelche Bilder. Keine Ahnung, was die darstellen sollen. Aber da ist schon wieder ein fanatischer Templer. Na komm her, mein Süßer. Und jetzt noch schön das Schwert in die Brust rammen. Das gefällt ihm bestimmt. Darauf steht er. Das kann ich in seinem Gesichtsausdruck sehen. Ach Mann, das nervt immer. Wir essen jetzt mal unseren Käse noch zu Ende und alles. Das dauert jetzt zwar ein bisschen, aber dann können wir ja ein bisschen reden. Und ich weiß einfach nicht, was ich reden soll. Das ist immer das Problem. Aber jetzt scheint es ja so, als hätten wir bald das Spiel durch. Weil ich meine, wenn wir den Tempel haben, was soll da noch groß kommen? Bin ich auf jeden Fall gut. Soll ich darüber oder nicht? Lieber nicht, oder? Was ist denn da so Schönes drin? Nichts, okay, auch nicht schlecht. Nein, ich höre schon wieder irgendeinem seine Klinge ziehen. Das heißt, hier ist auch schon wieder irgend so ein scheiß Templer in der Nähe. Na toll, gegen zwei kann ich es nicht aufnehmen. Ach Mann, ey, das läuft doch immer wieder falsch. Ach, verdammt. Ja, das wird nichts. Die hauen uns dann immer gleich wieder um. So, wo haben wir jetzt letztes gespeichert? Hier. Gut. Laden. Und weiter geht's. Dann machen wir das jetzt einfach anders. Wir holen den jetzt von Weitem, den ersten. Ach ja. Läuft aber mal wieder gut. Gleich kommen wieder beide. Super. So, erstes besiegt. Dann mal weg hier. Ja, du und dein Hutschacha, du kannst mich mal. So, schnell noch das hier. Nein, nicht den Mana-Trank, sondern das hier hinterher kippen und nochmal so ein und Waffe ziehen und gleich auf ihn wieder drauf. Ach Mann, ey, wie ich das hasse. So, und noch ein. Und speichern. Und der nächste Tempelwächter gleich hinterher. Boah, verdammt. So, erster besiegt. Und zweiter besiegt. Perfektomatico. Krusch Karok. Schöne Waffe. Oh, oh, oh. Speichern. Ach, wir gehen jetzt erstmal da lang. Das mache ich jetzt mal so. Na super. Und jetzt muss ich schon wieder Heiltränke nehmen. Und das ist ein richtig, richtig großer Raum.
Mit auf jeden Fall vielen neuen Tests. Geht's kurz mal hier lang, weil das müsste ja die verkehrte Richtung sein. Also da, wo die anderen beiden Tempelwächter noch stehen. Okay, schöner Grafikfehler. Alles schwarz auf einmal. So, da unten ist die Höhle. Okay, das scheint doch ein anderer Weg zu sein. So, Tempel-Minecrawler, alles plündern. Ja, ich habe echt keine Ahnung, wo ich hier langlaufe, aber ich mache das jetzt einfach mal. Da sind ja immer noch ein paar Viecher zu töten. Jetzt stirb! Geht doch! Drecksvieh! Da hängt schon wieder, was ist denn los? Und wo kommen wir denn hier schon wieder raus? Ach, jetzt kommen wir hier raus, in diesem großen Raum, wo wir vorhin da oben gekämpft haben. Na, das ist ja echt interessant, wie man hier mal irgendwo anders rauskommt. Das ist alles so verbunden, wie natürlich in einem echten Tempel. Und natürlich noch schnell speichern. So, hier sind wir jetzt schon mal. Warum darf ich die nicht drehen? Ach, hier geht's ja. Scheiße, scheiße, scheiße. Na toll. Jetzt fliegen wir ein bisschen in der Luft rum. Und das Spiel hat sich sozusagen aufgehangen, denn ich kann nichts mehr machen. Wir sehen uns. Oh. Ja, jetzt bin ich ja tot. Gut. Dann mal schnell laden. Jetzt versuchen wir das Ganze einfach nochmal. Und? Ah, verdammt, ey. Okay, keine Ahnung, wie man diesen Schalter betätigen soll. Das hat was mit diesen Dingern hier zu tun. Soll man die vielleicht anzünden oder sowas? So, einfach mal Fackel. Nö, hat nichts damit zu tun. Ach komm, was hängt das Spiel jetzt wieder so rum? Das nervt mich ja mal. Ach, das geht nicht. Unmöglich. Ja, heul nicht rum. Ja, dann geht's eben wieder zurück. Und wir nehmen einen Schnelligkeitstrank. Ach, Geschicklichkeitsbonus. Haben wir jetzt auch noch, okay, perfekt. Was es nicht alles für Tränke hier gibt, das ist hier echt zum was weiß ich was. Auf jeden Fall richtig geil. So, jetzt dahin und dann los geht's. Wow, 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 wow. Jetzt wäre ich fast hier runtergefallen. Das will ich ja natürlich nicht, dass das jetzt passiert. So, und... So, perfekt. So, Gothic ist mal wieder abgestürzt. Mann, 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 das nervt wie Sau. Okay, was ist denn hier jetzt so Schönes? Ach, da sehe ich schon wieder irgendeinen Tempelwächter da drin. Oh, Dämonen! Ach, zwei Schläge, das ist ja mal billig.
So, und schon tot. Habt ihr was für mich? Nein, habt ihr nicht. Schade auch. Dann speichern wir mal wieder. Denn ich will ja nicht, dass das hier wieder irgendwie falsch endet oder so. Komisch. Einfach mal weitergehen. Gleich die Waffe ziehen. Und zack. Und zack. Und zack. Ach verdammt, jetzt weicht er mir dauernd aus sozusagen. So, Stufe gestiegen. Perfekt. Und nochmal perfekt. Dann natürlich den Schalter wieder drehen. Und dann würde ich auch gleich sagen, dass wir hier mal wieder den Schnitt machen, denn ich habe schon wieder keine Ahnung, wie lang die Zeit schon wieder ist. Und deswegen bis zum nächsten Mal. Haut rein.